Am Irfan Kinso, es wird sich die Hände aufgewärmt. Ich dachte, ja, die hätten das schon gemacht, weil Dorman meinte, alle warten auf mich, weil ich gerade draußen war. die haben Stress gemacht. Bro, nee, ich für nichts. Und ja, Kinso hat gerade einen Nailbiter gegen Khan gewonnen, Game 5. Ja. Und Irfan hat sich bis jetzt relativ kompromisslos durchs Bracket geschlingelt. Ja. Irfan in letzter Zeit stark on the come up. Also er war auf dem Ranking, glaube ich, Sechster. Ja. Und wir wussten alle, Dicker, Turbo Irfan ist anders. So, Turbo Irfan ist anders. Vor allem, du darfst nicht NDM vergessen, Mann. Der Mann hat vor zwei Wochen, oder wann es war, hat er Asta und Rix geschlagen, Mann. True. Er hat Asta sogar double eliminated. Ja, Mann, true. Ja. Der wiederum Ja Ryden zum Beispiel geschlagen hat. Ja. Der Digga, auf meiner EU-Ranking-Ballot war. Das war so ein Mega-Hype, Alter. Ja. Okay, Kinso und Irfan legen jetzt los. Kinso ist selbstverständlich der grüne Falco, wie immer. Irfan der normale Falco. Ja, der Lisa-Tag, der sagt's aus, Mann. True. Wir wissen. Lisa ist auch hier. Shoutouts an Lisa. Ja, Mann. Und es sieht ganz gut aus für Irfan. Er kriegt hier nice Openings. Mal gucken. Oh, er war sich nicht ganz sicher, wie er converten will. Oh, da wollte er Weak Reverse Nair to Down Air Combo, aber Kinso war ready dafür und ist jetzt selber am Drücker. Ja. Es ist ein sehr Falco-lastiges Bracket. Ja, aber das sind die letzten deutschen Brackets irgendwie alle gewesen. Ich kann mich noch erinnern, in Mainz, als Michael da das Turnier organisiert, da war Top 6, glaube ich, nur Falcos. Ja, wir haben 4 Falcos in Top 8 gehabt. Ja. King ist jetzt leider raus. Ja. Aber wir haben immer noch 3, wir haben noch die beiden. Der Verlierer von denen muss gegen Geldmann spielen. Ja, Mann. Das ist auch ein legendärer Run. True. Er hat gegen IUD King verloren, erste Runde, und macht seitdem Losers Run des Todes, Alter. Digga, ich wusste nicht, dass er so früh ein Losers ist. Ja, erste Runde direkt. Ja. Damn, was? Dann hat er ja schon, keine Ahnung, 7 Sets gespielt oder so. Er hat in Pools gegen King Game 5 verloren und war dann zweiter Seed und musste gegen diesen Donkey Kong sofort erste Runde. Ja. Der ist aber auch verdammt gut. Der Donkey Kong? Ja, Mann. Ja. Wer auch verdammt gut ist hier, Segway, ist ein Kinso und Irfan, Mann. Ich guck's dir an. Nice. Down Air, Baby. Der Moderator. Ja, was willst du sagen? Das sind Falco-Dittos, ne? Die beiden. Und es sind die beiden besten deutschen Falcos, die sie momentan machen. True. Ich meine, natürlich ist der Fasan geil, Paul genauso geil, aber ich finde die beiden momentan. Und Paula auch. Ja, Paula auch. Paula. Also wir haben. Also eine Abundance of Top-Level Falcos in Deutschland zurzeit. Jemand muss sie aufhalten. Es ist halt, es ist vor allem so ein Fox, so ein bisschen kleine Fox-Flaute. Ja. Im Vergleich zu Falco zumindest. Also, dass wir mehr Falcos als Foxes so ein PR haben, ist schon eigentlich schon. Wir haben Asta Rix und ein Zehntel Niki. Ja, und halt Shima, der jetzt anfängt, besser zu werden mit Fox. Der hat heute Paul geschlagen. Ja, Mann, das ist endlich mal ein guter Win für ihn. Und er hat natürlich auch den legendären Spino geschlagen. Ja. Ich glaube, ihr seid jetzt even. Nee, wir sind nicht even. Ich stehe noch 2-1. Oh. Aber ich habe die Best of Fives gewonnen. Er hat heute Best of Three gewonnen. Beziehungsweise dieses. Wie nennt sich das? Oh, nice. Game One. Flex Best of Five. Flex Best of Five, ja. Okay, Kinso mit einem soliden JV3-Stock im ersten Game. Beide sippen simultan an ihrer Cola. Ich weiß nicht, warum Cola das Getränk der Wahl ist. Also von mir aus keine Shoutouts an die Coca-Cola Company. Sapf. Das ist ein furchtbares Getränk. Lieber Sapf mitbringen. Lieber Sapf. Oder wer weiß, vielleicht Wasser, Spino. Wasser ist nice. Irgendjemand hat. Ach, hier ist mein Wasser, jawohl. Lass uns auch mal hydrieren, Dennis. Ja, Mann. Denn auch Commentator müssen hydriert bleiben, um gut zu sein. Ich hydriere mich auf dem Hopfenscheiß gerade. Ja, aber Mann. Das ist Kiezklatsche, Dicker. Und ein sehr, sehr spannendes Turnier bis hierhin. Ich glaube, die Winners Summers könnten tatsächlich beide relativ einseitig werden, weil Kinso der Clear Favorite gegen Irfan ist. Ich würde sogar sagen, dadurch, dass Khan so ein bisschen den Surprise-Faktor hatte, könnte Khan ein schwierigeres Set für Kinso sein als Irfan. Ja. Das erste Game hat es auch ein bisschen gezeigt. Irfan hat sein sehr, sehr solides Punish-Game auf jeden Fall unter Beweis stellen können, aber Kinso hat ihn im Neutral immer mehr outplayed, je länger das Game auch ging. Und das andere Winners Summers wird natürlich Niki gegen Asta sein, wo Niki der wirklich fast unschlagbare deutsche Spieler. Ja, es ist wirklich, also als eben Basti gegen ihn verloren habe ich gedacht, wenn selbst Basti ihn nicht schlägt, wer soll ihn noch schlagen? Ja, Basti wäre ein guter Call für so einen Dark Horse Pick, um Niki zu besiegen, ja. Letztes Jahr hat es einer geschafft, nämlich Paul. Oh, das wusste ich gar nicht. Was für ein Turnier war das? Er hat bei Arcadia 4 das Bracket resettet in Grand Finals. Oh, und dann 3-0? Ich glaube 3-1, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, Irfan hier mit dem Shinestall Back Air, um den Stock zu kriegen. Natürlich ist Falcos Recovery, wir wissen es alle, ein bisschen lackluster. Da kann man schon sehr gut drauf reagieren, auch vor allem, wenn man selber Falco ist. Weil Falco hat die besten Tools, um Falco zu besiegen. Ja, muss man jetzt einfach mal Falco sagen. Ist schon eins der schwersten Matchups für Falco. Das ist einfach wirklich so. Aber ist es gleichzeitig auch irgendwie eins der besten Matchups für Falco?
I guess, ja, man. Es ist, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall eins der Most, es ist eins der Most Ditto aller Zeiten. Ich würde sagen, es ist in etwa 50-50. Vielleicht. Schönes Light of the Eye hier von Kinso, aber Riggs, weil wir das so oft Shoutouts sehen, an Riggs, Mann. Aber Irfan war ready und konnte das Edgeguard beenden. Und ja, Irfan schlägt sich in Game 2 sehr viel besser, als wir ihn in Game 1 gesehen haben. Ich glaube, was hier einen großen Unterschied macht, ist, dass er diese ganzen wirklich sicken Conversions, die er kriegt, auch endlich mal in einen Kill confirmed und nicht dann irgendwie, er probiert ihn von der Plattform runterzuschubsen, kriegt noch einen Schein und dann kriegt er halt keinen Follow-up, sondern diesmal ist er ein bisschen garstiger bei den Edgeguards und das ist key gegen Falco, weil wenn Falco eins hat, dann eine mediocre Recovery für so einen guten Charakter. Oh, Paul-Kombo, aber reicht nicht. Oh, hat dann die Scheinbär und das ist es. Okay, Irfan. Zwei Stocks zu einem vorne, 75%. Selbstverständlich wird jeder Schein jetzt hier ein Problem für Irfan, aber... To be fair, wenn Kin so einen Schein bekommt, ist es egal, welche Prozent du hast. Es ist immer ein Problem, wenn Kin so die Schein. Und da ist es Downer. Ja, Scheinbär. 36, nicht viel. Es hat noch die wichtigen Crouch-Cancel-Prozente, hat er, glaube ich, noch. Ja. Wobei aber jetzt halt nicht mehr. Oh, und das ist nicht der. Das ist das Game. 1-1. Irfan kann ausgleichen. Wir haben hier ein Set. Das könnte jetzt richtig rund gehen hier. Wir spielen immer noch Flex Best of 5, aber jetzt ist ein jetzt ist ein Set. Ja. Oh, direkt keine Hesitation hier von Kinso direkt Streamland. Hat er gegen Khan auch gemacht sofort. Er fühlt sich auf Streamland einfach sehr, sehr wohl. Ich habe auch gegen Kinso mal gespielt, wo wir auf Dreamland gestartet haben tatsächlich. Oh, okay. Ja gut, normalerweise sollte, also gegen Peach ist das ja normalerweise so ein Insta-Bun. Ja, aber er fühlt sich einfach sehr, sehr wohl auf der Stage und das ist die Dare und das ist der Stock und Irfan, einen ganzen Stock vorne immer fühlt noch. Fühlt sich wohl auch ganz wohl hier. True. Und wir haben schon darüber gesprochen, Irfan ist in letzter Zeit auf einem ganz schönen Come-Up. Weil, also ich glaube, der 6. Rank im PR hat ihm auch nicht so gut geschmeckt. Ja. Und jetzt, wo er kein TO mehr ist, glaube ich, hat er viel mehr Zeit, einfach abzugamen. Er hat heute auch schon Doubles gewonnen, also er ist bis heute noch, er ist nicht ungeschlagen, er hat ein Set in Doubles verloren, aber... Aber dann den Reset 3-0, glaube ich. Ja, ich weiß, ich war on the receiving end. Oh ja, stimmt. Aber Irfan, er weiß noch nicht so richtig, wie sich Verlieren anfühlt heute und mal sehen, ob Kinso ihm das beibringen kann. Es ist vom Ceiling her auf jeden Fall so projected und ehrlich gesagt, ich warte ja seit ungefähr 3 Jahren auf Niki gegen Kinso, weil es ist so lange nicht passiert. So lange her. Aber Irfan will hier einen kleinen Stock in die Speichen werfen von unser aller Träume. Imagine einfach, wie unhype es ist, wenn Niki einfach dann so alle 3-0 hit. Also, wir haben die Nobbles, wir haben die Blizzobbles, wir sind die Goblins. Ja. Okay, aber, es wär so schade, wenn wir nicht dann irgendwie Niki gegen Kinso sehen. Wenn wir endlich mal die Chance haben. Voll, das weil ist jetzt wirklich, einfach so dämliche Upsets, ja. Aber Kornspeicher. Kornspeicher, Mann. Digga, Niki gegen J-Mook, das will ich sehen. Ey, voll. Aber ich finde auch das Battle für die Krone in Deutschland zwischen Niki und Kinso wirklich interessant. Ja. Kinso hat sich ja ein bisschen mehr gezeigt als Niki letztes Jahr. Man muss sagen, nicht viel mehr. Also, die waren beide nicht so krass. Klar. Aber Kinso das Jahr davor war krasser. Da hat man Niki sehr wenig gesehen. Genau. Und deswegen war Kinso dann halt auch Erster in dem Ranking. Ja. So. Aber ich glaube, Big Irv. Damn. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass Niki gegen Kinso ein Matchup ist, das wir sehen müssen, um zu entscheiden, wen wir für besser halten. Ja, definitiv. Okay, so, aber er muss jetzt, wir sind hier Last Stock, Low Prozent, das ist verdammt tight. Also true. So on paper hat man gedacht, okay, Kinso macht das mal einfach schnell. An Irfan hat er was dagegen. Also, der sagt, nee, Mann, ich bin hier Mr. Bayern, ich zeig euch mal. Represent the Fürth. Ich zeig euch hier mal, was man mit dem Kinso machen kann. Das ist eine Ginger Nair und das war's. Und das ist der Stock und das ist Game 3 geht an Irfan. 2-1 für Irfan. 2-1, okay. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, dass Niki und Kinso, das ist, worauf wir warten. Aber letztes Mal ist Irfan Zweiter geworden bei NDM vor 2 Wochen und da wurde er von Niki kind of zerschissen. Ich glaube, er war aber, glaube ich, der einzige Spieler auf dem Turnier, der Games genommen hat von Niki. Er hat, glaube ich, im Pool eingenommen oder so. Und dann nochmal eins in den Currents. Ja, Irfan hat nämlich, er ist gerade kind of on a roll, weil der Einzige, gegen den er verloren hat seit Wochen, ist Niki. Das ist schon eine harte Rolle. Voll. Ja, Jedo hat er auch gewonnen, ne? Ja, genau. Über Velani, der ihn in Winners Final und Grand Final getroffen hat. Auch ohne Reset, also gar nichts ohne mehr Reset. Getroffen. War clean. Damn. Ich glaube, er war 3-1, 2-0.
Aber jetzt ist jetzt fahren. Ich bin so froh, dass wir das zusammen machen. Das wäre mir, wär mir erspart geblieben, wenn Alan hier sitzen würde. Okay, aber Irfan hier zwei, Irfan, Kinso hier zwei Stocks vorne, ja, in Game 4. Er möchte dieses Game 5 haben. Und es ist hier gerade Süddeutschland gegen Süddeutschland. Also ja, die Alliances könnten nicht weniger interessant für Berlin sein, wo wir uns hier befinden. Man hört den Crowd überhaupt nicht so. Crowd ist tot, wenn Berlin nicht spielt. Crowd ist so, wo ist Khan? Wo ist Khan? Ja, Mann. Yes, we can, Mann. Das ist ein geiler Champion, habe ich noch nie gehört. Haben wir uns heute ausgedacht. Ich glaube, Shihad kam mit dem. Shoutouts nice an Shihad. Shihad hat auch seit Jahren kein Melee gespielt, aber für Khan kommt er immer. Ja. Ich habe heute actually Khan das erste Mal IRL getroffen. Ja, ja. Ich habe Khan noch nie getroffen gehabt. Ich bin ja auch das zweite Mal in Berlin in meinem, ja, Leben. Aber also außer Jedo ist er ja auch seit Valhalla 2019 nirgendwo gewesen. Damn, ja, das ist lang. Okay, ja, okay, ja, Irfan wollte für, die, für den Ledge Angle gehen hier. Ja, aber die Lead ist doch jetzt schon relativ groß. Ist schon stark, aber zwei Stocks. Wir wissen, wir haben über Kinso gesprochen und wie ein Schein für ihn alles verändern kann. Vielleicht ist Irfan ja of the same breed. Ja, oder er macht das Side-B irgendwo, kann auch sein. Und dann kannst du vielleicht auch schon so, oh mein Gott, der Angle! Und der Backdrift, ja, vor allem, so stark von Irfan. Hab mich gewundert, dass Niklas nicht direkt einfach für die Downer herausgesprungen ist mit zwei Stocks. Ja. Und jetzt, aber wir haben Game 5, Irfan gegen Kinso. Five, ja. Kinso findet sich zum zweiten Mal in Folge in einer Game-5-Situation. Ja. Das ist ein Schicksal, das Irfan heute noch nicht ereilt hat. Deswegen denke ich mal, Kinso ist ein bisschen versierter in diesem Szenario, gerade, ja, heute. Und was vor allem ist Kinso über die letzten Jahre auch richtig klatsch geworden. Ich meine, du hast vielleicht nicht so viel Kinso mitbekommen wie ich als Südwestenspieler, aber als er ganz am Anfang, als er angefangen hat, weißt du, Frühjahr 2018 bis 19 rein, jedes Game 5 verloren, das er jemals gespielt hat für die ersten anderthalb Jahre. Und auf einmal gewinnt er die. Auf einmal hat er angefangen, die zu gewinnen. Und das macht manchmal den Unterschied zwischen einem guten und einem grandiosen Spieler aus. Müsste halt mal gegen Leffen oder Cody machen, das wäre mal schön. Das wäre schön. Gegen Leffen zweimal, gegen Cody einmal, diese Game 5s, die sind einfach nicht Kinsos Ding gewesen bis hierhin. Aber dieser Stock geht auf jeden Fall an ihn in Game 5. Also er startet ganz gut rein in dieses finale Match von diesem Best of 5. Okay, Irfan ist für eine Up-Air gegangen. Ich glaube, vielleicht war es ein Miss-Input, weil er noch irgendwie wegen dem Jump oder so hochgehalten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Strange Champ, dass er da nicht für die der gegangen ist und dann geht er für das Side-B auf Stage. Gewagte Strategie, wenn du mich fragst. Kein Sprung an Kinso, okay, aber er geht direkt zur Ledge. Und das, ja, müsste das der Stock sein. Oder auch nicht. Gute Angle und dann ein schöner Backdrift. Oh mein Gott, wird Irfan die Liegestütze fangen? Irfan hat nicht ja vorhin den Fasan nicht zu Liegestützen verführt. Hat er die auch gemacht? Das Ding ist, Irfan kam zu mir an und meinte so, Dennis, du als Liegestützbeauftragter. Ich so, Bro, ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Ich finde das... Müsste man neuer benannt werden, wenn du es nicht mehr machst. Ich habe das halt für mich selber gemacht so und ich wollte halt nicht, dass andere jetzt so unbedingt mit reingezogen werden. Aber ich war so, es ist auf jeden Fall too soon. Ich meine, so, hast du das Set gewonnen? Er so, ja, ja. Ich so, too soon. Too soon. Mach's nicht jetzt. Ich bin der Meinung, das muss dann zwischen Games passieren. Das muss zwischen Games passieren und nicht erst nach dem Set. Instant, oh mein Gott, okay. Oh. Dicker, und Irfan ist wieder auf seinem Clip-Goblin-Mode und das ist der Stock. Damn. Oh mein Gott. Ey. 103 ist eine Menge, aber das sollte auch der Stock jetzt sein. Und wenn du eine Sache über Irfan weißt, dass er der Giga-Clip-Goblin ist, ja, und wenn er so ein Opening bekommt, dann kann selbst Kinso nicht anders, als zu sagen, okay, alles klar, das ist der große Irf. Das ist der gigantische Irf. Ich als Südwesten-Guy... Ich sollte unbiased sein im Commentary, ich bin für Niklas. Normal. Aber ich habe jetzt richtig Angst, weil Irfan noch mal im Aufdrehen ist. Ich als Mitglied des internationalen Banger-Komitees bin selbstverständlich auf Irfans Seite. Es ist übrigens gerade Shoutouts an Juli, das internationale Juli-Komitee. Juli, also ey. Solari, macht so viel für die deutschsprachige Community. Shoutouts an den Homie. Wenn ihr das Gefühl habt, oh mein Gott, aber das ist Suicide, der ist es. Game 5 geht an Kinso yet again. Und Kinso findet sich im Winners Final wieder, spielt jetzt gegen den Gewinner von Niki gegen Asta. Ja, das wird auch hoffentlich ein gutes Set. Asta, ich meine, hör mal, er hat Joe Ryden geschlagen. Jemand, der Joe Ryden schlagen kann, der kann auch Niki schlagen. I guess. Denkst du? Denkst du nicht? Ich hoffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Niki hier... Ja. Lass mich die Crowd doch ein bisschen hype machen. Lass mich der Crowd Hoffnung geben, dass wir ein closes Set bekommen.